Good morning in the morning. Ja, Montag, der 14. Oktober 2024. Und wie ihr seht, ganz anderes Ambiente. Jawohl, ich bin in der Bundesstadt ohne nennenswertes Nachtleben. Und so wie ich das sehe, bin ich sehr rot, oder? Das liegt irgendwie am Licht hier, keine Ahnung. Also, mir geht's gut, keine Sorge. Das ist das Licht, was mich so rot macht, warum auch immer. Ja, ich bin in Bonn, weil ich morgen früh in Köln sein muss, so früh wie möglich eigentlich. Ja, und das macht sich am besten von hier aus. Ja, ist dann halt so, ne? Wie gut, dass man hier noch eine Wohnung hat und hier noch schlafen kann. Ja, hat auch seine Vorteile manchmal. Ja, ich bin heute Nachmittag rübergefahren, war halbwegs okay. Bis Köln war das alles im Rahmen mit den normalen Verspätungen, aber alle Anschlüsse bekommen. Aber dann hat man beschlossen, die RB26 nach Bonn hier runter, die lassen wir einfach mal ausfallen. Super geil. Coole Idee. Ja. Ja, dann bin ich halt nach Beuel gefahren mit der nächsten Möglichkeit und wollte dann mit der Straßenbahn weiter, nur um dann festzustellen, nö, die Straßenbahn fährt nicht. Auf der Linie gibt's Probleme, Unfall, bla bla bla. Keine Ahnung, fährt nix. Ja, also gut, dann zu Fuß laufen. Naja, war dann nicht mehr ganz so weit. Ist dann okay, aber es nervt. Die kriegen's alle einfach nicht auf die Reihe. Ja, jetzt ist es schon relativ spät, weil ich hier noch ein bisschen gewurstelt habe, ein bisschen die Zeit genutzt habe. Ja. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt ins Bett, denn um kurz vor 4 ist die Nacht zu Ende. Das ist eigentlich genauso, als wenn ich von zu Hause aus fahren würde. Nur ich bin eine gute Dreiviertelstunde eher in Köln und im Büro. Das ist halt der Vorteil. Und deswegen das Ganze hier. Ja, dann bekommt ihr morgen, ja mal gucken, Bilder von der Fahrt. Ja, schauen wir mal. Werden wir sehen, was sich da ergibt morgens. Ja. Dann sag ich jetzt einfach mal, ich verabschiede mich mit meinem obligatorischen Tschö-Tschö, Winke-Winke und Bye-Bye. Macht's gut, euer allseits unbeliebter Grimling.